Hallo aus dem Europaparlament, liebe Kinobesucherinnen und Kinobesucher. Am Mittwoch, den 8. Juli um 19 Uhr, veranstaltet die Friedrich-Ebert-Stiftung Sachsen-Anhalts zum Europäischen Jahr der Entwicklungspolitik 2015 seine dritte Filmverführung im Magdeburger Moritzhof. Der Dokumentationsfilm Zwischen Müll und Hoffnung nimmt uns mit auf eine Reise zu mehreren Kinderheimen in Nyeri, einer kleinen Stadt in Kenia, und zeigt uns den Alltag der Entwicklungshilfe vor Ort. Armut und AIDS sind die Hauptursachen der rasanten Zunahme der Zahl von Straßenkindern in Kenia und deren Ausbreitung im ganzen Land. Im vergangenen Jahrzehnt fielen Zehntausende von Erwachsenen der AIDS-Epidemie zum Opfer. Viele Großeltern, meist arme Bäuerinnen und Bauern, waren eben damit überfordert, die vielen Enkel zu ernähren. Diese und weitere Gründe führten dazu, dass immer mehr Kinder auf der Straße landeten. Dort angekommen beginnt ein Teufelskreis, entwickelt sich die Eigendynamik des Straßenlebens mit all den Dingen, die damit im Zusammenhang stehen. Es gibt aber auch Hoffnung. Sowohl seitens des Staates, aber auch der Kirchen gibt es verschiedene Hilfsprojekte für heimatlose Kinder. Kommen Sie in den Moritzhof und lernen Sie selber über die Herausforderungen der Straßenkinder im Alltag und wie Entwicklungsprojekte Ihnen neue Perspektiven geben können. Im Anschluss haben Sie die Chance, sich mit Fachreferenten über diese Themen zu unterhalten. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend im Moritzhof und verbleibe mit besten Grüßen aus dem Europaparlament, Ihr Arne Lietz.